He tried to battle me and found self-destruction. Zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zur Scratch-Lektion hier bei Auflegen mit Erfolg. Mein Name ist DJ Shorty und ich sage euch jetzt erstmal ein paar Grundlagen zum Scratching. Das Scratching ist fester Bestandteil des Hip-Hop, des Turntablism und der DJ-Kultur. Also das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, schon lange nicht mehr wegzudenken. Das hat seinen Ursprung in den Mitte der 70er Jahre. Das ist durch Grand Wizard Theodore, heißt der gute Mann. Das ist ein richtiger Hip-Hop-Pionier, ein richtiger Hip-Hop-Pionier-DJ. Und ich bin der Meinung, dass wir da ein gutes Paket geschnürt haben. Mit diesen 10 Scratches seid ihr schon sehr gut bedient. Wir fangen ganz unten an und gehen dann schon fast oder sogar in die Advancement-Richtung. Ich bin der Meinung, dass wir da schon in der Advancement-Richtung sind. Also im sogenannten fortgeschrittenen Bereich für Scratch-Techniken und genau, richtig. Das Beat-Juggling ist genauso wie das Scratching fester Bestandteil der Hip-Hop-DJ, allgemeinen DJ, ja, auch, und vor allem Turntablism-Kultur. Vor allem in der Turntablism-Kultur hat sich das als sehr großes, ja, wie soll ich das sagen, Phänomen entwickelt, da man seine eigenen Remixe daraus ganz abgefahren machen kann. Und ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich komme nachher auf einige zu sprechen. Techniken, die dazugehören zum Beat-Juggling, sind zum einen, wie gerade eben erwähnt, das Looping, dann das Trick-Mixing, auf das ich nachher intensiver zu sprechen komme, Slowing Down the Record und Chasing oder Strobing. Und jetzt sehen wir uns gleich an den Decks. Bis nachher. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.